Es beginnt, es heißt, Recherche im Maschinenraum des Kapitalismus, das Augustin-Gespräch. An meiner Seite die graue Eminenz, Lutz Holzinger, der Aufdecker. Herzlich willkommen, Lutz Holzinger. Mein Name ist Karl Weidinger, ich bin auch fürs Radio Augustin unter anderem zuständig. Und erste Frage, fangen wir gleich an, ist in zwei Tagen, am 8. Oktober, tritt Harald Weigren, der noch früher ein Punk gewesen ist und der bei mir 2007 bei der Buchpräsentation noch Lieder gesungen hat, der fängt an, am 8. Oktober, als neuer ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus, Direktor. Und er wird dadurch steuerfrei gestellt, was wir vom August nicht brauchen, weil wir eh so wenig verdienen. Und zweitens ist er noch immun. Dabei würde der ESM-Direktor nicht immun sein müssen. Vielmehr müsste ein Augustin-Rechercheur wie Lutz Holzinger immun gestellt sein, wenn er diese Serie macht gegen den Kraken. Ich glaube, das ist nicht klagbar, wenn wir sagen, der Krake, Raiffeisen. Lutz, wie kam es dazu? Wie hat das Ganze begonnen? Ja, die Idee für die Serie über Raiffeisen ist von Robert Sommer, dem quasi Chefredakteur von Augustin, gekommen. Er hat herausgefunden, dass die einzige Augustin-kritische Homepage ein Teil der Strache-Homepage war. Und er hat gemeint, dass man so ein wichtiges Thema wie Raiffeisen nicht der FPÖ überlassen sollte. Das Interessante vielleicht ist, dass kurz nach dem Start unserer Serie die Raiffeisen-Seite von der Homepage von Strache verschwunden ist. Also das war so gewissermaßen ein erster Erfolg unserer Recherchen. Ich habe mich vorher nicht wahnsinnig intensiv mit Raiffeisen beschäftigt. Ich glaube, das Einzige, was mir auffallen ist, dass diese früher vor allem am Land verankerte Institution immer krakenhaft, immer stärker auch in die Bundeshauptstadt mit Filialen, also vor allem mit Bankfilialen hineingewachsen ist. Die modernen Technologien bieten bestimmte Vorteile. Der Raiffeisenverband, das ist sozusagen die Schaltzentrale aller Raiffeisenaktivitäten und gleichzeitig die Selbstkontrolle dieser genossenschaftlich organisierten Institution, verfügt über eine Homepage, wo stolz der Machtumfang, also der wirtschaftliche Stellenwert des Konzerns, ziemlich detailliert geschildert wird. Wir haben im Vorgespräch uns ein bisschen auch informiert dazu. Erst, also der Gründer Konrad Wilhelm, glaube ich, von Raiffeisen, die Idee, die dahinter gestanden ist, zu Beginn des, ich glaube, vor ein oder zwei Jahrhunderten, war ja gar nicht so schlecht. Also ich glaube auch für die Leute, die jetzt unbedingt nur Raiffeisen als Schlagwort kennen und als Institution, könnte man ja ein bisschen auch noch die Hintergründe erläutern, wie es dazu gekommen ist. Ja, die Idee von Raiffeisen war, durch eine Bauern-Selbsthilfe die Probleme, die die Bauernschaft hatte nach der Befreiung aus dem Feudalismus, sozusagen als eigener Kraft zu lösen. Das große Problem der Bauern, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, also damals in der österreich-ungarischen Monarchie, war, dass nach der Bauernbefreiung die Bauern zwar über Land verfügt haben, für das sie auch zahlen mussten. Kurze Zwischenfrage, war das 1848 oder noch früher? 1848, also das war eine der großen Daten des Revolutionären Reichstags in Wien, dass auf Antrag von Hans Kudlich, das war ein tschechischer Abgeordneter, die Bauernbefreiung beschlossen wurde. Nach heftigen Debatten, weil sehr viele liberale Kräfte in dem Revolutionären Reichstag auch vertreten waren,
beschlossen, dass die jeweiligen Grundstücke, die den Bauern übertragen wurden, geschätzt werden. Auf ein Drittel dieses Werts mussten die ehemaligen Grundherren verzichten. Ein Drittel hat der Staat bezahlt und für ein Drittel mussten die Bauern selbst aufkommen. Also das ist im Großen und Ganzen ganz gut geglückt, aber dann haben sie kein Geld mehr gehabt für die Produktionsmittel, die man in der Landwirtschaft braucht. Also vor allem Saatgut einerseits und auf der anderen Seite die agrarischen Produktionsmittel, Zugtiere bzw. Zugmaschinen und die Geräte zur Bodenbearbeitung, also Pflug und so weiter. Das, mir kommt vor, als würde das, ich habe ja auch schon den Augusto Boal von Südamerika auch schon interviewt für den Augustin, und mir kommt vor, als würde eine ähnliche Entwicklung wie damals, nur halt eben mit der Verspätung, in Südamerika gerade stattfinden mit den Bauern ohne Land. Und zweiter Teil einer Frage ist auch, dass ja immer schon das ureigenste Prinzip des Kapitalismus, weil es heißt ja Recherche im Maschinenraum des Kapitalismus, dass immer schon ein epochaler, wichtiger Standpunkt, eine Säule vom Kapitalismus gewesen ist, die Kontrolle über die Produktionsmittel. Ja, das stimmt zweifellos, aber zunächst waren das Versuche der Bauernschaft, beziehungsweise ganz am Anfang waren die Bauern gar nicht so überzeugt davon, dass das funktionieren würde, wenn die einen ihre Sparkosten hergeben und die anderen Darlehen übernehmen, dass sie das wirklich ausgeht. Am Anfang ist die Idee in Österreich sehr stark von der dörflichen Intelligenz, also von den Lehrern, von Bürgermeistern und so weiter forciert worden, aber es hat sich dann rasch herausgestellt, dass doch lokale Notable, die über Geld verfügt haben, in die Kassen eingezahlt haben und dass die Bauern zu sehr günstigen Darlehen gekommen haben, das ihnen ermöglicht hat, zu wirtschaften. Allerdings gab es immer wieder am Markt krisenhafte Erscheinungen, es gab ungeheures Gefälle in den Produktionskosten, zum Beispiel zwischen ungarischer Tiefebene und Alpenländern, sodass die Bauern also vor allem auf dem Gebiet des heutigen Österreichs immer wieder in die Bedrulle gekommen sind und Schwierigkeiten hatten. Und auch ein wichtiges Element, das bis heute gleich geblieben ist, nämlich das Element der sozialen Kontrolle. Das heißt, heute in Bankkreisen nennt man das Bonität. Das heißt, die soziale Kontrolle ist schon so gewesen, dass die gesagt haben, okay, du bist nicht produktiv, du hast ein schlechtes Land, also auch die soziale Kontrolle natürlich auch damit verbunden, ja. Der Druck auch sozusagen nicht auf der faulen Haut zu liegen, unter dem religiösen Aspekt, dass man sagt, nütze den Tag und im Schweiße deines Angesichtes und natürlich auch eben, wie gesagt, die soziale Kontrolle, eben um auch den Return on Investment, wie es so schön jetzt heißt, wieder herauszuwirtschaften. Ja, am Anfang war die Raiffeisenorganisation was ganz Lokales, also für die Funktionäre war das Geschäft gut überschaubar. Sie kannten ihre Kunden ganz genau und konnten auch überblicken, was die mit den Darlehen anfangen, ob die wirklich vernünftig damit wirtschaften oder ob sie ins Casino damit gehen. Gut, also dieses Kontrollelement war von vornherein da. Und es ist ganz interessant, dass die Raiffeisenorganisation heute auch noch an der Basis genossenschaftlich funktioniert und erst der Überbau sozusagen in Aktiengesellschaften umgewandelt wird und zum Teil auch in GmbHs und KKGs. Heute heißt das Think Local, Act Global oder umgekehrt. Ja. Aber ich wollte vorher sagen, wenn der Lutz gesagt hat, ins Casino gehen, also Casino hat es damals noch nicht gegeben, sondern was auch gefährlich damals gewesen ist, soweit ich informiert bin, ist, es wurde auch Saatgut zur Verfügung gestellt und damit das nicht verfressen worden ist, haben die aufpassen müssen, dass es auch wirklich in die Erde gewandert ist, damit was wachsen kann. Weil wenn jetzt diese Kontrolle nicht gewesen wäre, hätte das jemand mit seinen hungernden Kindern
verfressen können, sage ich jetzt mal ganz pietätlos. Ja, und dann wäre eben nichts gewachsen. Heute ist Monsanto schon weiter, die haben Hybride gebaut, die nur mehr Selbstträger und einmal zur Ernte sind. Das heißt, da kann man sie gar nicht mehr unabhängig machen, indem man sich was erspart, erspart und was erwirtschaftet. Okay, aber ja, das ist natürlich eine interessante Entwicklung, dass die großen Saatgutkonzerne weltweit Hybride produzieren, die nur einmal gesät werden können und von der vom Saatgut, also vom Ernteertrag, der kann nur mehr verarbeitet werden, aber nicht neuerlich als Saatgut dienen. Also das ist eine unglaublich bedenkliche Entwicklung, weil die großen Aktionsbereiche jetzt nicht die entwickelte Welt dieser Saatgutfirmen sind, sondern die unterentwickelten Länder, wo wirklich noch die Bauern so teilweise in Subsistenzwirtschaft agieren und dann aber über Ernte verfügen, von der sie sozusagen nicht das Saatgut für die nächste Saison reservieren können, sondern sie müssen das Ganze verkaufen. Und dadurch sind sie noch stärker vom Markt abhängig, als das im anderen Fall wäre. Man sieht, das System ändert sich oder die Symptome ändern sich und die Namen ändern sich, aber das Prinzip der Leibeigenschaft des Sklaventums bleibt gleich oder aufrechterhalten, weil dadurch ist ja keine Autonomie oder keine Autarkie in dem Sinne, ja. Kann ja nicht gegeben sein, weil die immer abhängig bleiben werden. Aber trotzdem, um unsere Zeitlinie ein bisschen noch wieder mehr in unsere Jetztzeit zu kommen, inzwischen gibt es im Augustin, diese Woche ist erschienen die Nummer 44. Und also unsere Serie. Ja, unsere Endlos, es heißt Endlos-Serie im Augustin, Raiffeisen. Jetzt ist 44 für unsere Hörerinnen und Hörer hier im Auditorium des Hörsaals 3, des neuen Institutsgebäudes. Können wir ein bisschen einen Spoiler, modern heißt das, einen Spoiler-Alert, können wir jetzt ein bisschen spoilern, was ist der Punkt des aktuellen Beitrag in unserer Einfluss-Serie der 44. Gegen Raiffeisen. Die 44. Serie hat mein Kollege geschrieben und ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Also, aber das Problem bei unserer Serie ist keineswegs Materialmangel. Es treten ständig neue Fakten auf. Also die nicht nur von uns recherchiert wurden. Beispielsweise gab es vergangene Woche eine Pressekonferenz von ETEC, in der dargestellt wurde, dass der Raiffeisen-Geldsektor auch im Bereich des sogenannten Landgrabbing aktiv ist. Das heißt, der massenhafte Aufkauf von landwirtschaftlichen Nutzflächen, insbesondere in Afrika und anderen unterentwickelten Gegenden der Welt. Dort wird durch die Übernahme von großen Landflächen, also in Gegenden, wo die Besitzverhältnisse häufig nicht geklärt sind, werden Kleinbauern vertrieben und es wird eine groß angelegte Agrarwirtschaft mit Cash Crops, also mit Agrarprodukten, die massiv Geld einbringen, betrieben, wobei eben produziert wird für den Weltmarkt, das heißt vor allem für die reichen Länder, zum Beispiel der Großteil der Fisolen oder grünen Bohnen, die bei uns auf die Märkte kommen, stammen aus Afrika, aus armen Ländern und im Gegenzug fehlt es in diesen Ländern an Agrarflächen, auf denen die dort benötigten bodenständigen Nahrungsmittel produziert werden. Also im Zuge der Katastrophenszenarien, die gegenwärtig in nahezu allen Lebensbereichen gezeichnet wird, wird aufgrund der Entwicklung der Erdbevölkerung gemutmaßt,
dass Nahrungsmittelknappheit auftreten könnte, und daher haben diese Investments in Großagrarflächen in der dritten Welt, so sind sehr aussichtsreich und sehr profitträchtig. Und auf die Weise, also, und für mich war das neu, dass Raiffeisen, die von sich sagen, dass sie vor allem in Mittel- und Osteuropa investiert sind, also Raiffeisen Österreich, dass die also in der ganzen Welt bei diesen also Landraubaktionen mitspielen. Und also das zusätzliche Interessante dabei ist, dass die österreichischen Medien über diese Tatsache praktisch nicht berichtet haben. Also es gab die Pressekonferenz und der Widerhall in der veröffentlichten Meinung war gleich null. Das ist überhaupt ein Spezifikum des Raiffeisenkomplexes, dass die es erreichen, dass die Strategie, die beste Presse ist keine Presse, quasi landesweit durchgesetzt wird. Ja, das sieht man ja auch ganz schön, dass ja Raiffeisen, obwohl es ja damit eigentlich gar nichts zu tun hat, auch ein Medienkonzern geworden ist, vom Kurier angefangen bis zu teilweise Kronenzeitung. Und dann natürlich, was mir sehr gut gefällt, weil ich das ja wieder am Sonntag gesehen habe bei Zentrum, da sitzt der Herr Herausgeber des Nachrichtenmagazins Profil mit violetter Socke, Schmalzlocke, Violettsocke. Da möchte ich so ein Zangel, so wie Schneeflöckchen, Weißröckchen, Schmalzlöckchen, Violettsöckchen, sitzt dort, und früher hat man jeden Sonntag gezittert, was das Profil aufdecken könnte. Mhm. Bauringskandal, AKH-Skandal, und heute meine Lieblingsschlagzeile, mein Lieblingsaufmacher von dem Raiffeisen Nachrichtenmagazin Profil war Sommer der Gelsen. Ich bin da niedergelegen. Also, Spaß beiseite, Raiffeisen natürlich kontrolliert, ist ein Mischkonzern geworden, mit Geldanlagen sowieso und natürlich auch mit einer totalen Medienkontrolle, die sogar bis zum ORF gegangen ist. Hier muss man Niederösterreich erwähnen, deswegen habe ich opportunistisch dieses Gewand angezogen, damit ich mindern die Umstände bekomme. Blau-Gelb. Niederösterreich hat sogar auch den ORF mit Monika Lindner kontrolliert damals. Ich wage das zu behaupten, ich lehne mich aus dem Fenster. Aber der Herr Lutz Holzinger, das ist natürlich ein interessanter Aspekt eines Mischkonzerns wie Raiffeisen, das aus der Landwirtschaft kommt oder kommen sollte, dass die inzwischen auch die Medien kontrollieren. Also hier sind wir schon in einem totalitären System, wo die Information nicht mehr frei ist. Oder täusche ich mich da? Ja, was Raiffeisen betrifft, kann man sehr rasch diesen Eindruck bekommen, wenn man näher nachgräbt. Also du hast schon erwähnt, dass Raiffeisen Mehrheitseigentümer der Kurier Zeitungs GmbH ist, also den Kurier und über den Kurier dann auch den gesamten Magazinbereich, also von Profil bis Trend, kontrolliert als Mehrheitseigentümer. Dazu kommt eine starke Beteiligung an den niederösterreichischen Nachrichten, die Raiffeisen Holding Oberösterreich ist an der oberösterreichischen Rundschau beteiligt. Darüber hinaus hat Raiffeisen einen über 30-prozentigen Anteil an OSR, glaube ich, heißt es. Das ist die Gesellschaft, die Sender des ORF gehören. Es ist die Logistik. Also praktisch die Logistik, die Infrastruktur, da ist Raiffeisen drin. Und darüber hinaus kommt noch ein zweiter Gesichtspunkt dazu. Über die Banken und die Industriebeteiligungen, über die Raiffeisen verfügt, ist dieser Konzern auch der größte Inserent in Österreich. Also wenn man weiß, dass eine Tageszeitung mindestens 70% der Erträge aus Inseraten erzielen muss, um positiv bilanzieren zu können, ist natürlich ein großer Inserent wie Raiffeisen ganz ein wichtiger Faktor.
Und es werden auch die Redaktionsleitungen alles dazu tun, so einen Inserenten nicht zu verschrecken. Daher richtet sie auch die Berichterstattung nach diesen Bedürfnissen. Ich kann dann also vielleicht gleich noch dazu ein Beispiel. Die Agrana, das ist das Zuckermonopol in Österreich, gehört zu 100% Raiffeisen. Die haben vor einem Jahr den Zuckerpreis um 20% erhöht unter dem Vorwand, die Weltmarktpreisentwicklung erfordere das. Wenn man aber weiß, dass der europäische Zuckermarkt völlig abgeschottet ist vom Weltmarkt, ist es nur eine Augenauswischerei, sondern im Grunde eine willkürliche Erhöhung gewesen. 20% ist sehr, sehr viel heutzutage und diese Erhöhung ist praktisch ohne jedes Mediengeschrei über die Bühne gegangen. Nein, ich wollte nur kurz zu den, was Sie gemeint haben, war das die größte Inzidenz Österreich? Ja. Ich wiederhole die Frage jetzt nochmal für den Saalton. Eine Kommilitonin fragt nach, ob es dazu Material gibt, aber im Prinzip kann man dazu sagen, dass ja der sogenannte Mischkonzern Raiffeisen von eben Zucker bis Weinwirtschaft und das alles ja eigentlich sehr breit aufgestellt ist. Und wenn man sich anschaut, das geht ja bis zu, also von bis, genauso wie auch die, was jetzt Monika Lindner abgeschoben worden ist, die ehemalige ORF-Generalintendantin von Niederösterreichs Gnaden, die hat jetzt 90 Millionen Minus gemacht mit der Plakatabteilung, wo sie ist, niederösterreichische, mit irgendeiner Werbefirma, und das muss man mal zusammenbringen, macht aber nichts, weil die sofort intern angeschoben haben, eine sogenannte Anschubfinanzierung, dass sie gesagt haben, okay, da müssen wir Kampagnen machen. Und auch mein alter Schulfreund, der Herr Landwirtschaftsminister, Nikolaus Diplom-Ingenieur Belakovic, weiß ja auch natürlich, dass er seinen Lobbys verpflichtet ist, und es weiß ja auch jeder, bei diesem, ich glaube, Krake dürfen wir sagen, das ist nicht Mafia oder auch nicht irgend so Gazprom oder so, das ist auch nicht klagbar, aber der Krake, und natürlich weiß auch die politischen Würdenträger, wissen auch, dass sie Raiffeisen verpflichtet sind. Von Biosprit, das ist ja auch so eine lustige Geschichte, mit dem E10, dem Biosprit, der in Deutschland schon fast gestorben ist, aber aufgrund einer Förderleistung und Lobbyleistung, und das habe ich vorher noch sagen wollen, die Lobbys, Agrarlobbys, können ja selber bestimmen, welche Förderungen sie für welche Produkte vergeben, denn man darf auch nicht vergessen, dass ja die Hälfte des gesamten EU-Etats agrarrelevant ist. Entschuldige, Lutz, jetzt bin ich ein bisschen extemporiert. Ja, also es gibt keine genaue Statistik, leider. Und ist eben nicht in der Lage, sozusagen das zu erarbeiten. Man müsste wirklich sämtliche Tageszeitungen eines Jahrgangs oder ein Kontrollmonat oder so hernehmen, um das exakt nachweisen zu können. Aber die Gruppe ist so breit aufgestellt, also nicht nur die Raiffeisen-Kassen, Banken, Raiffeisen-Zentralbank, Raiffeisen-Bank International, die also mit dem Hermann Mayer große Anzeigenkampagnen im Fernsehen und in den Tageszeitungen fahren, sondern es sind natürlich auch die Agraner mit dem Wiener Zucker, die Lilly mit Fini Feinsten, die Strabag gehört mehrheitlich Raiffeisen, also eine Fülle von Lebensmittelindustriebereichen sind ebenfalls im Besitz von Raiffeisen. Also der Theme gehört Raiffeisen, Do & Co. gehört Raiffeisen, die Inzersdorfer Konserven gehören Raiffeisen, war bis vor wenigen Jahren noch ein Familienbetrieb, aber mittlerweile von Raiffeisen übernommen. Ist der ganze Verarbeitungsbereich der Agrarprodukte zu einem unglaublich hohen Prozentsatz in der Hand von Raiffeisen. Also zum Beispiel werden 49
95% der Frischmilch werden von Raiffeisenmolkereien geliefert. Alle anderen Milchprodukte bis zum Hardcase haben mindestens einen Marktanteil von 60%, aber die meisten liegen weit darüber, bei Joghurt 85% und solche Werte. Und sowohl die Nöhm wie auch die Berglandmilch sind ebenfalls wichtige Inserenten in den Tageszeitungen und zum Teil auch in den elektronischen Medien. Ja, also diese Baugesellschaft, die also Großaufträge bis tief nach Russland hinein ausführt, wo der Haselsteiner als Zampano agiert, dort. Ja. Ja. Mein Bruder zum Beispiel sagt immer, der ist von der Baubranche und vom Fassadenbau, der sagt, es ist ein Wahnsinn in Österreich, weil die Strabag, der Haselsteiner, ein Oligarch ist, ein richtiger. Er sagt, ein 100 Meter Autobahn kostet so viel wie ein Hochhaus. Man muss sich das einmal vorstellen. Und genauso, wenn man durch ganz Österreich fährt, sagt die Strabag, da braucht man eine Lärmschutzwand. Also da wird einfach nur gemolken, was geht. Sie sind ihren Shareholders, ihren Aktiengesellschaften schuldig in einem pseudo-repräsentativen, relevanten System, aber in Wirklichkeit können sie oktroyieren und können sie bestimmen, was sie wollen. Das heißt, wir bauen dahin und wir machen da eine Lärmschutzwand. Und jetzt kommen wir noch, weil die Zeit ein bisschen drängt, vielleicht die Frage noch kurz, bitte. Naja, das, also ich wiederhole die Frage nochmal für den Salton. Wir haben das vorher der Krake genannt, ein bisschen respektlos, despektierlich. Es ist eine Lobbyleistung natürlich, aber es ist so wie überall, wie sagen wir jetzt einmal bei der Gazprom oder so, ab einer gewissen Größe, glaube ich, Lutz, ohne die jetzt vorgreifen zu wollen, stellt sich die Frage gar nicht mehr. Ja, also offenbar werden die Kartellgerichte in Österreich nur aktiv, wenn es Anzeigen gibt. Die muss man das jetzt überlegen, einmal mit einem Juristen, ob man nicht einige Anzeigen machen sollte und dann schauen, was daraus wird. Weil tatsächlich, so wie ich in den Journalismus reingekommen bin, hat man also in der Volksstimme zum Beispiel noch von den Zuckerbaronen gesprochen. Damals war die Zuckerwirtschaft noch auf 7 Produzenten aufgeteilt, die allerdings eng zusammengearbeitet haben. Mittlerweile gehört die gesamte befindet sich die gesamte Zuckerproduktion in der Hand von Raiffeisen, eben unter dem Dach der Agrana. Eine ähnliche Konstruktion ist die sogenannte Lilly, Liebknecht-Ludenburger. Achso, die Ludenburger Leibknecht, ja, das ist ja, auch so ein Mischkonzern. Das ist ein Industriebeteiligungskonzern, die unheimlich stark im Mehlsektor sind. Das nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Und in Österreich sicher mehr als 50% der Mehlverarbeitung in der Hand haben. Also auch das wäre sozusagen ein Fall für ein Kartellgericht, um das zu durchforsten. Aber die Besonderheit von Raiffeisen ist angedeutet in einer Jubiläumsschrift, die 1998 erschienen ist, 100 Jahre Raiffeisenverband. Also das ist dieses Kontrollgremium, das den sogenannten Generalanwalt stellt, der bis vor kurzem der Christian Konrad war, der also eine sagenhafte Machtfülle auf seine Person vereinigen konnte. Und in diesem Werk wird daran erinnert, dass diese überzeugende Konstruktion einer Dreieinigkeit von Genossenschaft, von Interessensvertretung und politischer Vertretung von Dollfuss sozusagen erfunden und initiiert wird. Gemeint ist in der aktuellen Situation der Bauernbund der ÖVP, die Landwirtschaftskammern, die so wie die Arbeiterkammer und die Bundeswirtschaftskammer
sozusagen gesetzlich institutionalisierte Interessensvertretungen sind. Ja, Lobbyverbände. Ne? Lobby. Im Grund Lobbyverbände, aber die sozusagen gesetzlich anerkannt sind. Also es gibt ja die Zwangsmitgliedschaft oder Pflichtmitgliedschaft, um das weniger drastisch auszudrücken, der Bauern in der Landwirtschaftskammer, der Unternehmer in der Wirtschaftskammer und der Werktätigen sozusagen der Arbeit der Angestellten und Verkehrsbediensteten in der Arbeiterkammer. Und Raiffeisen verfügt über den Vorteil, also unmittelbare Interessensvertretung quasi zu kontrollieren oder als kommunizierendes Gefäß zu haben und dazu noch eine politische Partei. Also jetzt wieder Strom auch da in Erscheinung getreten ist und irgendwelche Hinterbänkler zusammengekauft hat, sind die österreichischen Medien auf die blöde Idee gekommen zu diskutieren, ob die einen Clubstatus erreichen könnten. Im Grund haben die Bauernbündler, die allerdings im Club der ÖVP, im Parlamentsclub der ÖVP organisiert sind, die haben mehr als Clubstatus. Das sind 7 Abgeordnete im Nationalrat der ÖVP, sind Bauernbündler und die könnten, wenn sie wollten, wenn es irgendwelche Wickel mit der Parteiführung gibt, sofort einen eigenen Parlamentsclub gründen. Also so stark ist die Vertretung. Dann kommt dazu, dass quasi institutionell in jeder Landesregierung der Agrarlandesrat vom Bauernbund gestellt wird. Also da hat man engste Verflechtungen und natürlich auch unter den Landtagsabgeordneten, unter den Landtagspräsidenten befindet sich eine ganze Menge von Bauernbundfunktionären. Ganz ausgeprägt ist es etwa in Niederösterreich. Ich habe auch einen Schulfreund, der damals auch mit dem Diplomischer Niki Belakowitz eben auch in die Schule gegangen ist bei uns im Burgenland, und das war damals in der Zeit nach der Krise, ich Konsummitglied, Arbeiterzeitung, alles Sachen, die ich ein bisschen vermisse, ist mit leichter Nostalgie denke ich daran zurück, und damals habe ich diesen Typen gesehen, der auch sofort Karriere gemacht hat mit einem BOKU-Studium, ist aber dann auch bei Raiffeisen gedraftet oder eingezogen worden sozusagen, was irgendwie normalerweise unübliche Karriere ist, sage ich jetzt einmal, als BOKU, aber macht ja nichts. Und Raiffeisen, und dann habe ich gesagt damals, es muss noch in die 90er Jahren gewesen sein, sage ich, die Roden mit der Arbeiterzeitung hat es aufgestellt, mit dem Konsum hat es aufgestellt, aber euch Raiffeisen mit den Lagerhäusern, mit dem stellt es nicht auf. Auf das warte ich auch noch, weil ich denke mir nach dem Gleichgewicht des Schreckens, sagt er, na, da kann ich die beruhigen, uns wird es nicht so schnell aufstellen. Lutz Holzinger, Frage, Land in Sicht, kein Land in Sicht? Raiffeisen, also man kann natürlich als Österreicher, könnte man auch stolz sein auf Raiffeisen, weil es einen Konzern gibt, der also langsam aber sicher die Stärke bekommt, die früher die verstaatlichte Industrie hatte. Ja, aber die hat es auch aufgestellt. Ja. Ja, Raiffeisen ist relativ, also hat den Vorteil, sozusagen keinen Privateigentümer zu haben. Also das genossenschaftliche Prinzip führt dazu, dass das Geld im Haus bleibt. Es gibt keine Entnahmen. Was machen die dann mit dem Geld? Die müssen ja schon was und was. Naja, sie müssen natürlich riskante Operationen zum Teil auch machen. Nicht? Also diese ganze Ostexpansion, die steht zum Teil auf wackeligen Füßen. Also in Ungarn müssen sie einen dreistelligen Millionenbetrag abschreiben, also die ungarische Raiffeisenbank. Ja, Millionenbeträge, das ist ja heute nichts mehr. Naja, aber das ist schon beträchtlich. Die haben dort, da gibt es ein Video, das wirklich spannend ist, da kommt ein armes Ehepaar in die Bank und fragt nach einem Kredit, und die wollen ständig ihre Bonität nachweisen, und die Bankangestellte sagt nur bla 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 bla, wenn die was sagen wollen. Interessiert uns gar nicht, wir wollen es gar nicht wissen. Wir wollten nicht wissen, wir geben ihnen das Geld für eine Wohnung sowieso. Und das waren zum Großteil Fremdwährungskredite, und die Fremdwährungskredite sind durch die Kursentwicklung von Schweizer Franken und japanischen Yen
von einem guten Geschäft zu einem schlechten Geschäft geworden. Also das gilt für überall, aber in Ungarn hat diese fragwürdige Orbán-Regierung aber in dem Punkt für die Leute was relativ Positives gemacht. Sie haben verfügt, dass die Banken sie an diesen Verlusten beteiligen müssen und das wird dort das zum Problem. Und überhaupt ist es natürlich im Osten so, also in den ehemaligen sozialistischen Ländern, dass relativ viel dieses Reichtums bei Autos, bei Eigentumswohnungen und so auf Kreditbasis erworben wurde. Und die Kredite sind noch nicht zurückgezahlt. Und wenn es zu krisenhaften wirtschaftlichen Erscheinungen kommt, sind diese Kredite dann fragwürdig. Also, beziehungsweise die Unica, ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass die Raiffeisen natürlich sehr stark auch im Versicherungsbereich ist. Die Unica gehört Raiffeisen, dann gibt es die Raiffeisenversicherung, die niederösterreichische Versicherung und die oberösterreichische Versicherung sind auch in Raiffeisenhand. Und die Unica hat mit griechischen Staatsanleihen ungefähr 300 Millionen Schilling Euro verloren und leidet darunter, kann keine vernünftige Bilanz erstellen. Na, das Problem ist, soweit ich das als Außenstehender beurteilen kann, bevor wir jetzt, ich glaube schon langsam, wir machen ja. Ein bisschen weiter, bis wir was anderes erfahren. Ja. Ich glaube, dass das Problem auch ein bisschen geworden ist mit dem sogenannten Luftgeschäft. Früher gab es nur Geschäfte mit einer sogenannten Wertschöpfung. Also der Beginn, wenn wir jetzt den Bogen ein bisschen versuchen oder den Kreis versuchen zu schließen, früher war es ein sogenannter Produktionszyklus. Ich borge dir die Produktionsmittel mit dem Saatgut und am Ende des Jahres, wie es so schön heißt, nach dem Erntedankfest zum Beispiel, kommt dann eben das Produkt, die Ernte raus. Und dann weiß man ganz genau, aus diesen vielen Kilos sind so und so viele Tonnen geworden und das ist eben der Ertrag. Ja. Ganz einfach. Inzwischen ist aber das Ganze durch immer mehr und mehr, da sind wir wieder beim guten alten Karl Marx, weil wir ein bisschen da so die Basics auch verinnerlichen, dass natürlich die Rendite immer mehr und mehr werden musste, nämlich 20% durch dieses Controlling, durch diesen Druck des immer größeren Wachstums und der Expansion, hat man sich immer mehr und mehr verstiegen zu Luftgeschäften. Und dadurch wurde das Risiko immer schwieriger und schwerer zu kalkulieren. Und natürlich haben die gesagt, na gut, wenn eh alle haften, dann gehen wir in griechische Anleihen, weil da kriegen wir 18% oder 20% Risikoaufschlag. Und es kann uns ja nichts passieren, weil wir wissen, dass die Politik, unsere Verbündeten, ja eh dafür haften werden. Ja, das ist, ich meine, das ist natürlich ein Problem, das weit über Raiffeisen hinausgeht, dass einfach der Reproduktionsprozess des Kapitals immer mehr überschüssiges Geldkapital produziert, das nicht mehr in die Produktion zurückfließen kann oder nicht gleich in die Produktion zurückfließen kann. Und dieses überschüssige Kapital kommt zwangsläufig auf den Finanzmarkt. Und dort werden ständig neue Spekulationsgeschäfte ersonnen, um das Geld sozusagen zu verwerten. Aber die Wertvermehrung beruht nur aus der Nutzung von lebendiger Arbeitskraft. Und wenn Scheingewinne produziert werden, dann ist das fiktives Kapital, das von einem Tag am anderen weg sein kann. Ja, wir hatten das ja schon in der Zwischenkriegszeit, glaube ich, dass wir damals dann Brot und sowas hatten mit Exponentialfunktion, wo ich weiß nicht, viele Tausende, zigtausende es gekostet hat, weil die Inflation so galoppierend war. Also jetzt ganz ein extremes Beispiel an die Wand zu malen. Na, also diese Hyperinflation, die es in Deutschland sehr stark und zum Teil auch in Österreich gegeben hat, die hat sehr stark mit den sogenannten Kriegsschulden zu tun gehabt. Das war schon eine außergewöhnliche Situation, die nicht unbedingt typisch ist für kapitalistische Entwicklungen. Das war sozusagen eine Sonderkrise und keine normale Krise. Ja, okay. Also, aber ja, Lutz, vielleicht gibt es noch irgendwelche Fragen dazu. Ich bin der Meinung, jetzt frage ich noch den Lutz Holzinger. Ja. Danke fürs Gespräch vorerst einmal.
Und dann machen wir noch eine kurze Fragerunde, bis wir verdrängt werden. Und jetzt noch eine Frage von mir schnell noch. Ja. Haben wir was vergessen? Naja, das ist ein unerschöpfliches Thema, das kann man nicht so präsentieren. Also noch einmal die Resümee, eine Endlosserie, 44 haben wir schon. Ein positiver Aspekt ist, dass der Raiffeisen-Konzern den Augustin, glaube ich, nie kontrollieren wird können. Das wage ich mich hier zu behaupten. Lutz wird noch viele, viele weiterarbeiten. Und mein Kollege ist jünger, also es geht dann weiter. Okay. Genau, das ist auch interessant. Ja, gibt es Repressionen? Ich hab zwei Erwartungen gehabt. Erstens, dass es Whistleblower geben wird. Das war nur in ganz geringem Umfang. Also nach und nach kommen dann dort von Augustin geschädigte Leute auf uns zu und erzählen uns ihre Geschichten. Aber bisher ist kein interner Whistleblower. Von Raiffeisen. Also von Raiffeisen. Raiffeisen intern, das ist einer der. Ja, das ist so wie bei Red Bull, das ist das Gesetz der Omerta. Ja, die, ja. Die werden wunderbar ausbezahlt. Also, das ist das eine, und das andere ist, dass also praktisch keine Reaktionen von Raiffeisen auf unsere Serie gibt. Meines Erachtens hat das vor allem damit zu tun, dass diese Strategie keine Presse ist, die beste Presse. Nicht, also uns wäre nichts lieber als eine Klage von Raiffeisen, weil das würde im Zuge der Mediensolidarität also auch die Kollegen von der Tages- und Wochenpresse zwingen, unter Umständen auf das einzugehen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Kollegen von Print und elektronischer Presse unsere Serie relativ genau lesen, weil mitunter, also in einem Interview gab es eine konkrete Frage an den Konrad zur Serie oder manche Fragen zum Beispiel an den Berlakovic im Zusammenhang mit E10 waren quasi identisch mit unserer Argumentationslinie in einem Artikel, der vorher erschienen ist. Also, und es gibt einige Journalisten in Österreich, die sich, also auch im ORF, die sich gut vorbereiten und offenbar auch also alles verfügbare Material heranziehen. Und also da sehen wir, dass wir das nicht für Luft machen, sondern dass bestimmte Aufmerksamkeit dieser Serie gezollt wird. Dann hoffe ich, dass das auch noch sehr lange so bleiben wird. Oder nein, eigentlich muss man ja hoffen, wie das so schön in Sonntagsreden von Journalisten auch heißt, dass irgendwann die Serie überflüssig werden könnte. Aber die Gefahr sehe ich mit realistischen nicht wirklich. Gut, die Frage ist, wenn es noch Fragen aus dem Auditorium gibt, sind wir gerne bereit, sie zu beantworten. Wenn schon die nächsten Panels da sind, dann können wir auch übergeben. Also nicht, dass die jetzt glauben, wir sind nicht fertig. Wir wären fertig, wenn die nächsten Herrschaften und Frauschaften schon da sind, können wir sofort übergeben. Aber bitte eine Frage. Ich glaube nicht, dass es so direkte Eingriffe gibt, aber es gibt eine zentrale Raiffeisen-Akademie. Da werden alle die Funktionäre oder die Beschäftigten aller Ebenen geschult. Die Raiffeisen-Kassen, also die lokalen Raiffeisen-Banken, operieren im Großen und Ganzen mit Produkten,
die von der Raiffeisen Zentralbank entwickelt werden. Also wenn die Bausparkasse verkaufen, dann verkaufen es Raiffeisen Bausparkasse, ein Produkt, das in der Zentrale entwickelt wird. Was jetzt den Genossenschaftsgedanken betrifft, der funktioniert schlecht und recht auf lokaler Ebene, aber also mir fällt als Vergleich dazu der demokratische Zentralismus der Kommunisten ein, wo an und für sich auch die ganze Macht von den Grundorganisationen über den Parteitag ausgeht. Das ist die höchste Instanz in der klassischen kommunistischen Partei. Der Parteitag wählt das ZK, das ist die zweithöchste Instanz, und das ZK wählt das Politbüro, das ist die dritthöchste Instanz. Das Politbüro wählt dann den Parteivorsitzenden oder den Generalsekretär oder beide. Und in Wirklichkeit dreht sich diese Pyramide sehr rasch um. Stellt sie also sozusagen von der Spitze auf die Basis, und es geht von alles von oben nach unten. Und so wirklich funktioniert das natürlich auch bei Raiffeisen, wobei die schon diese lokale Verankerung nutzen, um das Ohr am Puls der Zeit bzw. der Menschen vor Ort zu haben. Also Raiffeisen ist vielleicht auch deswegen in alternativen Energien relativ früh aktiv geworden, weil erkannt wurde, dass bei Hagschnitzel Photovoltaik, auch Windenergie, ein Interesse von lokalen Mitgliedern besteht, da was zu tun. Also diesen Vorteil gibt es. Das ist ja auch inzwischen ein Phänomen, dass die Inklusion, nennt man das in der Soziologie, glaube ich, dass man ja nur nichts, was potenziell gefährlich sein könnte, verschläft, und dass man sofort die Inklusion betreibt, weil dann kann man es nämlich kontrollieren, die Entwicklung. Das ist ja genauso das Phänomen, das ich sehe in der Politik seit ungefähr 10, 20 Jahren. Da sitzt der Städter Tiroler Landeshauptmann, der politischer Würdenträger ist für irgendetwas, steht an der Spitze der Demonstranten gegen irgendeine Autobahn und tut so, weil er nämlich praktisch diesen Protest auf sich umlenkt, und dieser Zynismus, diese Heuchlerei, diese Doppelmoral fällt nicht mehr auf. Und selbstverständlich werden diese Leute auch schon angehalten an der Basis, immer dafür sein, immer Recht zu geben, nicht in Opposition zu treten, sondern versuchen, das so vereinnahmen zu können, dass es auch für uns nützbar ist. Das sind moderne Management-Gesetzmäßigkeiten, wie ich meine. Lutz, du hast da was gerade aufgeschrieben. Ich bin ein leidenschaftlicher Zeichner. Frage an die Regie: Was soll man weitermachen? Gibt es noch Fragen? Soll man aufhören? Den Saal? Ganz viele Fragen. Okay, ja, bitte gerne. Ja, bitte gerne. Fragen, bitte Fragen. Wir müssen da nicht, also wir haben schon. Ja, wir sind schon drüber. Ja, wir sind schon drüber. Wir haben schon unser Geld von Raiffeisen verdient. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ich bin in Burgenland in die Schule gegangen, und eines der ersten nach ein paar Schultagen, das bei uns gemacht worden ist, haben wir eine Exkursion gehabt, sind wir runtergegangen in zweier Reihen mit dem Schuldirektor in die Reika, Raiffeisen-Filiale, und haben alle eine Sparbüchse und ein Sparbuch bekommen. Ich habe immer auch noch das Gesetz der Transparenz, wenn ich Politiker wäre, müsste ich sagen, ich habe noch ein Raiffeisen-Sparbuch. Ich glaube, es sind Schilling noch drauf, vielleicht 30 oder 70 Schilling oder sowas. Und vielleicht ein Reichtum mittlerweile, muss da mal nachschauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, aber ja, auf jeden Fall, man muss auch dann Transparenz offenlegen, dass ich sage, okay, ich habe ein Raiffeisen-Konto. Die Sparbüchse weiß ich nicht mehr, ich glaube, die habe ich nicht mehr, aber... Lutz, hast du auch noch ein Raiffeisen-Konto? Mir hat ja gut gefallen, auch als Augustin-Kollege hat mir gut gefallen, dass einer unserer subversiven Mitarbeiter, der Herr Gerald Grasl, ja damals sich Aktien oder irgendwie beteiligt hat, damit er zur Hauptversammlung reingekommen ist, und der hat dann auch das Vergnügen gehabt, vom Konrad irgendwie kontaktiert zu werden. Wer werden Sie sein? Lutz, weißt du da ein bisschen nähere Hintergründe? Oder? Nein, ich weiß nicht so genau, aber also der Gerald Grasl hat schon vor einigen Jahren
auch einen Raiffeisen-kritischen Artikel geschrieben und ist daraufhin von Konrad eingeladen worden zu einem Gespräch. Wie er es mächtiger. Uns gegenüber war er nicht so knieweich. Ja, da hat er gedacht, während den Anfängen, ob es da Prinzip ist, also das soll man so gar nicht anfangen. Die Frage, die ich vorher noch stellen wollte und vergessen habe, wer ist mächtiger? Der Erwin Bröll, der niederösterreichische Landeshauptmann oder der Generalanwalt? Ja, ich denke, der Generalanwalt. Früher hat es gab, also bevor die Finanzmärkte völlig liberalisiert wurden, hat die Politik noch den Ton angeben können. Also ab 1972 gab es diese große Liberalisierung, die dann schrittweise das Finanzkapital ins Kraut schießen hat lassen. Und das tanzt jetzt den Politikern auf der Nase herum, beziehungsweise hat die Machtpyramide oder die Machtkonstellation umgedreht. Man sieht es, also diese ganzen Bankenrettungspakete wurden den jeweiligen Regierungen mehr oder weniger von den Bankfachleuten in die also diktiert. Ackermann bei der Merkel, der Rottensteiner, also der Chef der Raiffeisen Zentralbank, seinerzeit beim Josef Beul. Also da sieht man, woher der Wind weht. Aber ich habe früher das Gefühl gehabt, vielleicht täusche ich mich auch in meiner sozialromantischen Verklärung, dass die Politik damals noch bei der Verstaatlichten, also schon noch eher Kreisky und diese Zeit noch, sage ich jetzt einmal, rein regiert haben, sondern nicht mehr der Schwab mit dem Hund gewedelt hat, wie ich jetzt ist. Also jetzt bin ich der Meinung, dass Raiffeisen so breit aufgestellt ist. Das heißt, Sie haben so eine Bandbreite, so eine Armada von Themen und dadurch können Sie sie sofort kleinkriegen und mürbe machen. Während früher bei der Verstaatlichten, die war sozusagen, gut, wir haben schon ein Zeichen bekommen. Gut, okay. Ja, das nur zu sagen. Gut, dann. Okay. Danke sehr. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.